Hallöchen YouTube, ich begrüße euch zurück zur Odi Bad Godi. Wir spielen wieder mal Empire Total War und wir sind jetzt schon bei der vierten Folge. Und wir schauen mal heute, was wir so machen. Und zwar, wir sind immer noch mit den Niederlanden im Krieg. Wir haben in den vorigen Runden Österreich besiegt, Polen besiegt und kämpfen jetzt mit noch gegen Niederlande und Dänemark. Schweden, so ist richtig rum, Dänemark, hä? So, wir haben schon einige Schlachten geschlagen. In der letzten Runde haben wir keine größere Schlacht führen müssen. Wir sind noch mit Hannover verbündet. Meine beiden Armeen stehen soweit breit. Okay. Jetzt ist die Frage. Ach so. Ich konnte hier nicht angreifen. Ich war jetzt nämlich vier Tage lang nicht zu Hause. Daher konnte ich jetzt, ich bin nicht mehr ganz auf dem Stand, was ich zuletzt gemacht habe. Eine niederländische Armeekorps hat sich an meiner Verteidigungslinie vorbeigedrängt. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Am sinnvollsten wäre es eigentlich, also ihr seht es ja hoffentlich auch gerade im Ladebalken, oder beim Laden, am sinnvollsten wäre es eigentlich, die Bedrohung zurück... Was? Was ist das denn? Ich mach doch keinen Frieden mit den barbaresken Staaten für 5000 Kronen. So. Mist. Ich zieh mich mal zurück. So. Das wird repariert. Die Armee wird aufgestockt. Hier ziehen wir uns zurück. Dieses Gebiet. Und dann schauen wir mal, was wir noch so regeln. Also die Armee haben wir da natürlich besiegt. Wäre eigentlich nochmal ganz gut, wenn ich irgendwo noch einen Spion hätte. Wie verdiene ich eigentlich gerade pro 100? 4500? Ja, kann man schon mitarbeiten. Geht sicherlich noch ein bisschen höher. Wechseln überall meinen Wohlstand. Ja, was man nicht alles für die preußische Gloria tut. Da haben wir die Flotte. So, hier investieren wir mal 3000. Also ich versuche immer noch im Hintergrund meine Wirtschaft gut hochzuziehen. Um so halt auch immer noch stärkere Armeen aufzubauen. Ich habe derzeit drei Armeen, also drei große Armeen. Die eine dient hier zur Verteidigung Berlins. Ich werde jetzt wohl zwei Armeen westwärts richten und eine Armee nochmal ostwärts und dann nochmal eine Garnisonsarmee in Berlin halten, die dann so als, naja, vielleicht nicht als Elite, weil die Elite habe ich lieber an der Front, aber so als, ja, wie sagt man das jetzt am besten, als Reserve noch zu fahren zu haben. Also bis jetzt war ja hier auch noch keine große Bedrohung. So. Okay. Ich wundere, ich antworte gerade meiner Freundin und ich will nicht. So. Jakob Axel von Holstein. Okay. Wie lange dauert das ungefähr bis hier? Ah, die haben ihn. Sind auch so riesig. Ja, jetzt komme ich auf 5000. Wenn ich wieder so bei den 8000 rumdümpel mit an dem, was ich verdiene, dann investiere ich in eine neue Armee. Hier kann ich irgendwas upgraden. Nur die Zufriedenheit hochpushen. Die ist aber schon so weit oben. Ich investiere jetzt hier noch ein bisschen Geld in die Armee. Da hätte ich schon wieder so eine kleine Winz-Armee aufgebaut. Natürlich auch. Okay, ich wage es. Ich wage jetzt den Angriff auf Amsterdam. Und ich werde auch angreifen. Ich führe eine Schlacht. Jetzt wird spannend. Jetzt sind wir erstmal wieder in der Ladepause. Also was versuche ich? Ich greife jetzt Amsterdam mit zwei Armeen an. Die eine Armee hat leider Verluste erlitten. Ich bin jetzt aber mal so ehrgeizig und werde versuchen, diese Schlacht trotzdem zu gewinnen. Der Gegner hat, glaube ich, eine Full-Stack-Reserve-Armee und eine Armee, die draußen ist. Also ein kleines Armeekorps eher.
Ja, ich weiß nicht, wie gut die Niederländer aufgebaut sind, also wie stark ihre Soldaten sind. Sie führen auch nur normale Linieninfanterie in den Kampf. Ich habe ja einige Elite-Regimenter, die jetzt aber nur kleine Prozentpunkte mehr haben, also eine gewisse Prozentzahl mehr. Also die jetzt nicht absolut übermächtig sind. So, da sind wir auch schon. Ei! Ich greife das Tor in Amsterdam an. Sehr interessant, bedeutet also, dass ich das Ding zusammenschießen muss. Das ist die Frage. Komme ich da überhaupt ran? Jo, das sieht so aus, als würde ich da rankommen. Die Grenadiere werden wohl über die rechte Flanke marschieren. Hier habe ich viel Infanterie. Lehweit. Oh Gott, das sind alles ähnliche Begriffe, die ich gar nicht. Das Infanterieregiment 32, 4, 14, 28 und 23 sind Elite-Regimenter der normalen Linieninfanterie. Diese werden auch dazu jetzt eingesetzt, um auch über die linke Flanke ein gegebenenfalls Angriffsmanöver zu starten. Dann setze ich normale Infanterieregimenter, Linieninfanterie als Rückendeckung, also als Backup meiner Kanonen. Vielleicht kommt die KI auch auf die Idee, hey, wir greifen an. Was haben wir hier? Da haben wir nochmal ein Infanterieregiment und ein leichtes Freikorps. So, das Infanterieregiment schicke ich jetzt einfach mal hier rüber, die hier auch rüber. Dann habe ich noch die Kavallerie. Okay, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ist das nur ein Regiment? Ach, das ist nur ein. Ich will noch alle. Habe ich auch nochmal. So. Behalte dich mal hinten und du bleibst allgemein hier weit hinten. Ja, Schlacht geht los. Die ziehe ich jetzt erstmal. Da überhaupt hinfahren kann. Okay. Ich habe das Bollwerk getroffen. Aber ich füge den Gegner auch mal Verluste zu. Ja, die Gegner haben halt jetzt den Vorteil, die haben eine gesicherte Position. Da kann ich natürlich jetzt erstmal nicht mit dienen. Also ich kann meinen Soldaten keine gesicherte Position bereitstellen. Müssen wir die erstmal weit noch schießen lassen? Ja, die haben scheinbar auch hier schon irgendwie mal Verluste erlitten. Heavy Boy. Die stehen auch schon unter Beschuss, die Einheiten hier. Jetzt schicke ich mal nach hier hinten, mal gucken, was passiert. Jetzt hier über die ganzen Flanken zu schicken. Ich könnte natürlich auch einen direkten Sturmangriff wagen. Ich hätte vielleicht auch eine Erfolgschance. Ja, will ich aber nicht unbedingt riskieren. Schießt mal auf die. Hier, wenn ihr hier schießt, dann sind die Verluste beim Gegner viel höher, weil die. Boah, nur noch 19 Frames. Okay. Die schießt natürlich auch in meine Richtung. Ist ja klar, hier wurde ich schon, glaube ich, noch einmal getroffen. Was ein Wusel. Ja, hier ist eine Kanone kaputt. Mist. Da fliegt gerade übrigens eine Kugel. Irgendwie mehr die Einheiten dahinter zu treffen als die Einheiten oben drauf. Oh. Oh. Dieser Kavallerie, da muss ich ja hier auf.
aufpassen, was ich mache. Eieiei. Kavallerie wird beschossen und zieht sich jetzt da. Zieh dich mal bitte nach da oben hin zurück. Ja, die haben schon ordentlich Schaden eingesteckt. Was ist die Position hier hinten? Ah, es wäre vielleicht. Ich weiß nicht so ganz, wann hier so eine Festung ein. Ah, jetzt habe ich es rausgefunden. Man muss hier explizit auf diese Mauerstücken schießen. Jetzt muss ich auch mal das Zeit. Damit wir noch ein bisschen was sehen. Schauen, 10%. Ich glaube, ich hätte eine bessere Chance durchzukommen. Ja, die bewegen sich aber gut mit, die Einheiten. Ui. Ist das das Beste, was ich gerade hier mache? Nicht unbedingt. Nicht gut taktiert von mir. 21% Schaden. Wir müssen hier immer unbedingt reinschießen. Unbedingt länger rein. Okay. So, jetzt gehen wir mal einen Sturmangriff wieder. Mist. Und der Hüte. Ah, Mist. Scheiße. Ich werde gerade ganz schön zerbeult. Das war doof. Das war nicht gut taktiert. Müssen wir mal hoffen, dass wir da irgendwie noch was dran drehen können. Die ist schon mal 44%. So. Planänderung. Oh. Stampet. Jetzt geht's weiter. Hä? Machen die da gerade echt das Tor auf? Ja. Damit nicht irgendwie alle einer Ecke hochgekrochen kommt. Kraucht über mehrere Ecken hoch. Jetzt sind wir bei 72%. Ich schicke mal meine Reserve in den Kampf. Jetzt bewegen sie sich. Um. Die kämpfen hier draußen. Okay, können wir mal zuschauen kurz. Schnell rein nach. Die Chance muss genutzt werden. Super. Jetzt geht's los. Müssen wir natürlich aufpassen, dass sie mir nicht das Haus einschießen. So, jetzt können wir mal die Zeitmesser runterdrehen. Eingenommen. Jetzt stimmen die da alle hin.
bin ich damit. Ich hoffe, ich halte da lange noch auf. Das wird, glaube ich, hier gerade ganz schön Verluste mit einbringen. Also wir kämpfen gerade um dieses Haus hier. Schießt auch immer wieder rein und raus. Ich mal ein bisschen ranhalten. Ich lasse jetzt meine Einheiten. Okay, ein bisschen übertrieben Spiel vielleicht. Ups, kommt die hier nicht durch? Voll bescheuert. Zurück. Hier habe ich ein Haus zusammengeschossen. Ja. Wir kämpfen auf jeden Fall noch um das Haus. Ja, die Freikorps sind gefallen. Die ziehen sich jetzt zurück. Die machen sich jetzt hoffentlich schießbereit. Oder feuerbereit. Schießbereit, das klingt ja auch. Die mal lasse ich jetzt einfach mal die Kavallerie anstürmen. Dafür hat man sie ja. Hoch da mit euch. Oh. Da fliegt mir gerade eine Kanone. Die ist aber noch außen eingeschlagen. Das sind Karrees. Ah, ich habe es nicht gut taktiert, muss ich ja sagen. Die verlieren hier auch gerade eine ganze Menge. Aber hier klettern gerade meine Einheiten empor. Auch wenn ein bisschen bescheuert. Die Infanterie. Ja, damit euch. Jetzt greife ich. Okay, jetzt wird es ganz interessant. Jetzt blinkert sie überall nur noch. Oh. Die haben mich wieder zusammengefügt. Also gesammelt. Zusammengefügt. Die Schlachtbeleien scheint erstmal so zu laufen. So danach aus. Hab jetzt zwar ordentliche Verluste, wenn ich sogar gelinde gesagt horrende. Jetzt greife ich da erstmal. Jetzt ist der feindliche General tot. Jetzt sollte mir der zweite Sieg gehören. Ja, aber ordentlich Verluste, sage ich mal so. War nicht die beste Schlacht schon mal von mir. Jetzt können wir die Zeit auch wieder hochdrehen. Jetzt haben wir. Ja, jetzt blinkert das hier langsam alles. Natürlich diese Einheit hier noch besiegen. Immer noch extra. Ey. Ist eine ganze Einheit aufgegeben worden?
Ja, jetzt erobere ich das hier gerade auch noch fleißig. Die Einheiten werden hier auch besiegt von denen. Jetzt werde ich die noch ein bisschen jagen. Ja. Also einiges an Verluste habe ich doch einstecken müssen. Das Gebäude habe ich jetzt verloren. Ja, scheiße. Mist. Da haben die sich nochmal gesammelt. Hier sind auch nochmal ein Infanterieregiment. Da haben die sich aber nochmal gut gesammelt, die Einheiten des Feindes. Ich hab da einen General in der Schlacht gehabt? Jetzt nicht wirklich, oder? Woher kam der denn jetzt? Woher kamen die jetzt alle? Hä? Okay, jetzt ist es ein bisschen komisch, die Schlacht. Sehe ich gerade nicht mehr so ganz durch. Jetzt werden meine Einheiten auch nochmal aufgerieben. Oder zurückgedrängt. Drängt. Ich scheine irgendwo von irgendwoher auch Unterstützung zu kriegen. Ah. Da. Aber da verstehe ich nicht, wie ich jetzt den General da verlieren konnte. Ich glaube, ich habe hier den General verloren. Ja, hier steht auch nochmal eine Einheit. Ah, die schießen natürlich noch ab. Okay. Das ist da wieder Timer, aber der geht dann wieder nicht. Okay. Kavallerieangriff auf diese Infanterieeinheit hier hinten. Nee, die führe ich nicht gut in die Schlacht. Das sind horrende Verluste, die ich einfach nicht hätten sein müssen. Einfach aus Unüberlegtheit. Also, wie ihr seht, macht mir nicht nach. Also, ich werde die Schlacht, denke ich, zwar trotzdem gewinnen, aber, das war schon ganz schön teuer. Sagen wir mal so. Jetzt gewinne ich auch hier mal. Ja. Armeen hier noch aufzureimen. Ach, die kann ich ja gar nicht postieren, oder? Die Kanonen können jetzt aufhören zu schießen. Weil die schießen mir immer noch Löcher in die Festung. Das muss jetzt nicht mehr sein. Die werden zwar hier nicht mehr zu irgendeinem Gegenangriff übergeben. Okay, jetzt steht der Timer bei 0. Aber ich will nicht. Ah. Okay, bitte. Okay, hey, ich habe zwar gewonnen, aber ich kann trotzdem noch weiterkämpfen und die Einheiten haben auch noch volle Moral. Okay, was kämpfen die denn da? Bedeutet, ich habe noch gut Zeit, die jetzt da hinten nochmal in Ruhe aufzureimen. So, die Einheiten ziehe ich jetzt hier nach draußen.
Verluste sind zu sehen. Blöde ist halt, ich könnte meinen Super-Stern-Kanal verloren haben. Und das wäre echt mega mies. Das glaube ich nie. Nee, ihr seid ein Kavallerie-Regiment. Ach, ich glaube, ich brauche den Gefecht. Ich beende mal das Gefecht. Einfach aus dem Grund, weil ich ja hier eben die Hauptstadt kämpfe und ich nicht glaube, dass die nochmal Einheiten rausziehen können. Und wir wollen ja das Zeitlimit nicht mehr schreiben in einer Folge. Also ich muss sagen, es ist nicht perfekt geführt von mir. Alter, habe ich Verluste erlitten. Ja, gut, okay. Ja, der Gegner ist natürlich ganz matsche Pampe. Aber ich habe hier 4 Regimenter verloren. Fuck, vernichtet. Vernichtet Provinzen. Ups. Ups. Lass mal die Verluste auffrischen. Ups. War nicht mit Absicht. Ich habe mir den Krieg erklärt. Okay. Also, wir haben jetzt unsere ersten große Nation vernichtet. Wir haben ja schon Sachsen vernichtet. Aber das war jetzt wirklich nochmal so eine größere Schlacht. Ich muss dazu sagen, die ist echt nicht gut geführt von mir. Also das war doofe Entscheidungen. Also eigentlich hatte ich ja die coole Idee, hey, ich greife von zwei Seiten an. Ich habe ja die Masse. Das... Ja, okay. Kriegt ja das Handelsabkommen. Das Ding. Jetzt habe ich den Waren verloren. Also ich hatte halt so geplant, hey, ich greife von zwei Seiten an, dadurch habe ich halt die Möglichkeit, dass sich die... Das war echt weit jetzt, wie die gefahren sind. Dass sie sich nicht an einem Punkt konzentrieren können. Aber das war halt auch nicht perfekt gemacht. Ich hätte auch einfach weiter warten können, bis ich da mehrere Löcher reingeschossen habe. Aber das hätte halt zeitmäßig schon extrem viel gekostet. Okay. Aber die Streiken in den Niederlanden... Hannover wurde erobert. Jetzt kann ich hier mal meine Armee nehmen und die da greifen. Die Spekulatien. Oh. Eieiei. Ob das was wird? Ob das was wird? Niederlage, Mist. Okay. Ich sag's mal so. Für die nächste Runde laden wir den Speicherstand nochmal. Und dann führen wir nochmal eine Schlacht. Und diesmal um Hannover. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Ey, das war jetzt echt nimmer. Ich überlege gerade, ob ich das so weiterführe, den Kampf. Oder ob ich die. Mist. Nee. Ich glaube, ich werde da einfach nochmal frecherweise laden. Und dann schauen wir, was passiert. Das war jetzt nämlich in der Heroenstadt. Schön. Ja, also so sieht's aus. Also ich sag's mal so, wir sehen uns. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Falls ihr irgendwelche Kommentare, Hinweise oder sonstiges habt, immer in die Kommentare dazu. Ich würde mich auch über ein Abo sicherlich freuen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ahoi dann.